Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Wer sind Sie? Ich bin Herr Müller. Wer? Na, Herr Müller, Sie haben mich gerade eben aufgerufen. Ach so, ja klar. Kommen Sie mal rein, setzen Sie sich hin. Was fehlt Ihnen denn? Ach, Herr Doktor. Ich bin seit 3 Monaten einfach extrem vergesslich geworden. Mhm. Und seit wann besteht das? Na, seit 3 Monaten. Ah, und was haben Sie da für Symptome? Na, so wie ich gesagt habe, ich bin vergesslich. Ja, und zugegebenermaßen kann ich mich auch überhaupt nicht gut konzentrieren. Ah ja, Gedächtnisprobleme. Das könnte erstmal vieles sein. Kommt ein bisschen drauf an, wie lange das jetzt schon besteht. Aber wir machen erstmal ein paar kleine Tests. Ich würde Sie als erstes mal bitten, also ich werde Ihnen jetzt 5 Worte sagen und ich würde Sie bitten, sich die zu merken. Die Worte sind Elefant, Dose, Supermarkt, Ameise, Elefant. Elefant, Dose, Ameise. Moment, ich habe Sie noch nicht gefragt. Also und Elefant. Ja, genau. Ja, Moment, aber haben Sie zweimal Elefant kann doch gar nicht sein. Warum jetzt Elefant? Ja, wegen den 5 Worten. Ach, die 5 Worte, können Sie sich daran eigentlich noch erinnern? Also Elefant, Dose, Supermarkt, Ameise und Elefant. Zweimal Elefant, das kann gar nicht stimmen. Leider habe ich mir die Lösung auch nirgendwo aufgeschrieben, auch nicht hier in meinen Akten. Ich habe einen nächsten Test für Sie, da wir den jetzt ja nicht wirklich, naja, leitliniengerecht ausführen konnten. Ich würde jetzt gerne Ihre Fähigkeit prüfen, komplexe Anforderungen zu bearbeiten. Dazu würde ich Sie bitten, dieses Handtuch aufzunehmen, es einmal auszubreiten und fallen zu lassen. Können Sie es nochmal sagen, was soll ich machen? Sie sollen mich so das Handtuch nehmen, ja, ausbreiten und fallen lassen. Ah ja. Sag mal, warum schmeißen Sie denn hier mit dem Handtuch rum? Denken Sie, Sie sind ein Ballermann oder was? Was soll denn das? Aber Sie haben doch gesagt, ich soll das machen. Warum soll ich denn sowas sagen? Na, wegen dem Test. Was denn für ein Test? Na, wegen der Vergesslichkeit. Ach so, entschuldigen Sie, ich bin so vergesslich in den letzten 3 Monaten. Ich sollte das echt mal im Krankenhaus abklären. Aber wir sind doch hier im Krankenhaus. Ach so, entschuldigen Sie, Herr Doktor, wissen Sie, ich habe seit ein paar Monaten solche Erinnerungsschwierigkeiten.